Zurück bei Monkey Island 1. So, und ich habe jetzt eine Vermutung, denn wir haben hier alles abgegrast. Kann es logischerweise eigentlich nur noch diese Lichtung sein? Nein! Ach, Gott sei Dank. So, genau. Und das sieht... Moment, das sieht gut aus. Jawohl, da ist er, da ist er, da ist er. So, da sind nämlich zwei Brüder. Da. Ich würde ja hineingehen, aber bei Schießpulver muss ich niesen. Nun, ich habe mir letzte Woche bei der Löwennummer die Hand verletzt. Ich glaube nicht, dass der Kratzer so viel wiegt wie meine Allergie. Du Betrüger, hast gar keine Allergie. Los, ab in die Kanone. Nein, du gehst in die Kanone. Nein, du gehst in die Kanone. Feigling. Angsthase. Waschlappen. Memme. Blutsauger. Ach, liebe Zeit. Sag mal, Junge, du einmal ein riesiges Kunststück, ein totes Kunststück. Was? Hä? Was? Nochmal du? Hä? Halt da mal die Schnauze. Hä? Was? Futtikatti? Das sind wir. Mein Bruder Alfredo. Und mein Bruder Bill. Na, ist das was? Ja, das ist was. Es ist ganz einfach, wirklich. Siehst du die Kanone hier? Was? Alles, was du tun musst. Steig in die Kanone! Was? Und wir schießen dich heraus. Quer durch das Zelt. Alles sehr sicher, natürlich. Also, was sagst du dazu? Ach du liebe Zeit. Was wollen wir tun? Wie viel seid ihr denn? Okay. Ich tu's. Wir zahlen dir 478 Goldstücke. Hast du einen Helm? Natürlich habe ich einen Helm. Für was für einen Idioten haltet ihr mich? Ah, den Topf, glaube ich, ne? Nun, zeig mal her. Wir wollen sicher sein. Dass es sicher ist. Solltet ihr nicht wehtun. Auf keinen Fall. Tada! Ja, das wird als Helm ausreichen. Jetzt können wir loslegen. Geh einfach hier rein, Junge. Jo, da rein. Nun setz den Helm auf. Und steig in die Kanone. Und wir kümmern uns um den Rest. Echo. Echo. Ratatusch. Auf den Kopf. Es klappt. Ich bin so erleichtert. Bist du okay? Was ist das denn? Ich bin Bebop. Bist du meine Mutter? Ihm geht's gut. Hurra! Wir wurden soeben vor einem finanziell fatalen Schadensersatzprozess bewahrt. Hier ist Ihr Geld, mein Herr. Nur ein kleiner Ausgleich für Ihre Hilfe. Oh. Wir sollten nur etwas genauer zielen. Ich versuch's als Nächster. Nein, ich bin der Nächste. Nein, ich. Manu, nein, ich. Drückeberger. Verlierer. Rüpel. Fatzke. Puh. Uiuiuiui. Gut, ihr Lieben. Oh, das war also der Zirkus. Gehen wir weiter. Puh, ja, also gut, dass wir das jetzt geschafft haben. So, gehen wir also wieder zurück. Und zwar, wir haben jetzt 478 Goldstücke. Das heißt, wir sind liquide und gehen erstmal in die Stadt zum Shoppen. Ja, jetzt kommen wir wieder von da oben. Gouverneurin Marley, da ist nochmal ein Plakat von ihr. Und zwar, ihr habt es eben schon gesehen. Ich war kurz da gewesen. Der Mann mit dem Papagei. Da müssen wir jetzt hin. Denn von ihm können wir
eine Schatzkarte bekommen. Von diesen wunderschönen Herren hier. Entschuldigen Sie, haben Sie einen Vetter namens Sven? Was ist das? Eine Art Code? nein, aber ich habe einen Friseur namens Dominik. Nein, aber ich habe einen Friseur namens Dominik. Na dran. Reden wir übers Geschäft. Wo denn raus denn kaufen? Willst du eine Karte? Zeig den Weg zum verlorenen Schatz von Monkey Island, TM. Es gibt nur eine einzige. Wertvoll. Sehr wertvoll. Für dich nur 100 Goldstücke. Ich nehme sie. Gibt ein tolles Geschenk ab. Ich nehme sie. Ich nehme sie. Gibt ein tolles Geschenk ab. Bitte sehr. Eine weise Entscheidung. Nun, zisch ab. Ja, nett ist er. Schauen wir sie uns mal an. Wir hatten noch hier... Da. Und was... ich wollte gerade sagen, zieht er sich aus? Der Kerl hat mich reingelegt. Das ist gar keine Karte. Das sieht aus wie... Tanzschritte. Quack. Tanz den Affen. Hinten 2, 3, 4. Links 2, 3, 4. Rechts und so weiter und so weiter. Ich erspare euch das jetzt. Gut, hier konnten wir, glaube ich, irgendwo... Moment. Hier ist irgendwo ein Shop gewesen, in dem wir shoppen konnten. Aber ich glaube, hier kommen wir jetzt... Ja, genau. Da wieder raus. Aber ich glaube, wenn ich hier reingehe, dann müsste... Ja! Ja, das sieht schon sehr verdächtig aus. Statue. Huhn. Wir mussten hier Sachen kaufen. Nee, aber das war ja gar nicht... Hier ist nämlich die Voodoo-Priesterin zu Hause, da wollte ich gar nicht hin. Ich war hier irgendwo in Laden, Mann. Männer ohne Moral, Piraten. Auch nicht schlecht. Erkennt er sie? Und die Ratte? Ja, Monkey Island 2. In dem Wäscheschiff auf der linken Seite, dem guten Herrn hier, haben wir nämlich das Bein, das linke Bein, das Holzbein abgesägt. hoppala. Was wenn wir durch den Torbogen gehen? Wo kommen wir denn hin? Ach ja, war das hier der Laden? Hallo, du Grünschnabel. Ja, ja, du mich auch. Ja, das war der Laden. Wir brauchen nämlich diese Schaufel. Und hier das Schwert. Nimm sie. So. Und das Schwert. Wolltest du nur raus aus der Kälte oder tatsächlich etwas kaufen? Ja, ja, du mich auch. Können wir einfach so rausgehen? Vielleicht würde der Herr das gerne bezahlen. Ach naja, wenn es sein muss. Upsla, vergessen. Wegen diesem Schwert? Ich suche diesen Schwert meist. Wegen diesem Schwert? Was ist damit? Ich will es. Prima. Die besten 100 Goldstücke, die du ausgegeben hast. Was willst du noch? Unbedingt. Diese Schaufel. Wegen dieser Schaufel. Was ist damit? Na, was wohl? Ich will damit um die Welt segeln. Ich will es. Es Schaufel. Prima. Die zahlt sich schnell aus. Glaub mir. Du buddelst 75 Goldstücke schneller aus, als du denkst. Aber lass den anderen auch was vom Schatz über. Hahaha. Und was willst du noch? Ja, wir hatten da noch was. Ich suche den Schwertmeister von Melee Island, TM. Der Schwertmeister von Melee Island, TM? Ich weiß nicht. Niemand kennt ihr Geheimversteck.
Niemand außer mir. Ich müsste kurz hingehen und sie fragen, ob ich dir den Weg zeigen darf. Ich glaube, ich könnte den ganzen Weg bis dahin wandern. Einmal. Bin gleich wieder da. So, und wir müssen ihm... Und fass ja nichts an! Ihm ganz schnell hinterher, das machen wir aber erst im nächsten Teil. Bis dahin, NRW 18. Adieu!